Ja, hallo zusammen. Ich zeige euch unseren neuen Camo STR Weißling. Ja, es gab ja schon den Vorgänger im grünen Farbton. Jetzt haben wir den brandneu rausgebracht, auch in Camo. Ja, ein paar Features wurden verändert. Die Maße sind genau identisch geblieben wie beim Vorgänger. Man hat hier schön diese kleinen Aussparungen, diese kleinen Fensterchen drin, wo das Wasser gut ablaufen kann, wenn man ihn den Fisch dann gewogen hat oder wenn man ihn aus dem Wasser rausholt, läuft ja immer das Wasser ab. Ja, oder zum Nullen bei der Waage muss das ganze Wasser abtropfen und dann kann man ihn wiegen. Ja, die Beschichtung hier innen drinnen wurde bei den neuen Camo-Versionen geändert. Die ist jetzt noch fischfreundlicher als beim Vorgänger und ja, so dürfte unseren geliebten Karpfen eigentlich nichts mehr passieren in diesen Camo-Slings. Ja, mit dabei ist in der kleinen Tasche, die ist seitlich angebracht mit Klettverschluss, eine Schnur. Ja, hier hinten mit dem Clip. Und hier ein kleines Gewindestück, das man in den Bankstick einschrauben kann, um dann eben kurz zu hält in dem Wasser, bis man alles hergerichtet hat für die Fotos oder zum Wiegen eben. Ja, geliefert wird er in so einer Tasche. Da kann man ihn reintun, entweder dass er noch gar trocknet, wenn er bei der Session nicht trocken genug war, kann man ihn noch reinpacken, wird dann von alleine trocken und schützt natürlich auch vor dem Gestank im Auto, wenn man ihn transportiert, wenn man heimfährt, wenn man irgendwo hinfährt. Und ja, ist nochmal ein zusätzlicher Schutz, dass eben nichts im Auto stinkt.